Wir sind für eine Trennung von Staat und Kirche, die wir schmerzvoll erkämpft haben. Das ist eine große Errungenschaft des Abendlandes durch die Aufklärung. Und dort, wo wir sie bedroht sehen, leisten wir Widerstand. Das ist das Entscheidende. Und wir wollen keine Massenzuwanderung von außerhalb Europas nach Europa, weil wir unser aufgeklärtes europäisches Abendland auch retten wollen vor dieser Fehlentwicklung. Und das ist insgesamt, wollen wir keinen Angriff auf religiöses Empfinden von Einzelpersonen vornehmen, sondern eben einen Widerstandsakt gegen jeden Versuch, dieses religiöse Empfinden politisch zu missbrauchen, sicherstellen. Und es ist nicht die Absicht der FPÖ, eben die religiösen Gefühle von irgendjemandem zu verletzen, sondern es ist die Absicht der FPÖ, den Missbrauch von Religion für politische Interessen im Sinne von Fundamentalisten zu verhindern, wie wir das heute leider in Europa wahrnehmen müssen. Und es kann nicht sein, dass Toleranz gegenüber totalitären Gedanken in Form von Herabwürdigung von Frauen, von Kindesmissbrauch, Zwangsbeschneidung, Zwangsehen auch nur irgendwie in unserem Werte- und Rechtssystem gerechtfertigt werden. Und es ist Aufgabe unserer Gesellschaft, die sich das Wissen um den Wert des Individuums über Jahrhunderte erkämpft hat, diesen Wert eben nicht leichtfertig aufzugeben. Und genau da gehen wir Freiheitlichen nicht in die Knie. Wir lassen uns hier auch keinen Maulkorb umhängen und wir werden in dieser Frage klar und deutlich Positionierungen festmachen. Und dazu erkläre ich bindend, ich werde mich auch weiterhin tabulos wenden gegen alle grundgesetzwidrigen und damit integrationsfeindlichen Verhältnisse und Zustände innerhalb der muslimischen Minderheit, allen voran gegen die inakzeptable Stellung der Frau. Ich werde auch weiterhin kritisch Stellung nehmen gegen jene Imame und Verbandsfunktionäre, die den liberalen Rahmen und die Toleranz der freiheitlichen Verfassung nutzen, um totalitäre Ansichten von Staat und Religion in ihren Enklaven und Parallelgesellschaften durchzusetzen, die die Spielregeln rechtsstaatlicher Verfassung unterminieren, die mit antiwestlicher Indoktrination einen an der Scharia orientierten Unterricht geben und die Standards der Demokratie in Wirklichkeit verweigern. Und ich werde auch weiterhin auf meiner kulturellen Selbstbestimmung beharren, auf einer Lebensform, die die meine ist und die in mannigfacher Hinsicht mit der muslimischen nicht übereinstimmt. Und ich will das sagen dürfen, und ich will das unbehelligt sagen dürfen, ich will sagen dürfen, dass ich auf unseren Straßen weder Burka noch Chador begegnen will, so wenig wie Muezzinrufe von haushohen Minaretten in Österreich hören will. Und ich werde meine Ansicht von Meinungsfreiheit auch nicht einem Ungeist anpassen, der sie so auslegt, nach dem Motto, alle haben das Recht, ihre Meinung frei auf eine Weise auszudrücken, die der Scharia nicht zuwiderläuft. Nein, nochmals nein, die Scharia, das Gesetz des Islam, ist notorisch grundgesetzwidrig und das ist ein Anachronismus einer Epoche und ein schweres Hindernis auf dem Weg zur notwendigen Reformierung und Modernisierung auch des Islam in Europa. Und genau darum geht es. Es geht um eine Aufklärung. Es geht darum, unsere Werte, unser Rechtssystem auch sicherzustellen. Und wo sind wir insgesamt? Und die Frage muss man sich stellen, wo sind wir denn, wenn wir uns heute überlegen müssen, ob unser Tun, unser Handeln irgendwelchen radikalen Muslimen gefällt oder nicht gefällt? Wo sind wir, dass wir uns in vorauseilendem Gehorsam von religiösen oder anderen Fanatikern vorschreiben lassen, was wir sagen dürfen oder nicht sagen dürfen? Und wo sind wir, dass wir in die Knie gehen oder erleben, dass manche in die Knie gehen, vor jenen offenbar jederzeit von irgendwelchen hiesigen Imamen, die dann hier islamischen Fundamentalismus und Empörungskollektive lostreten können? Und das ist es genau. Ich wehre mich gegen ein Erpresserpotenzial, das in diesen Bereichen auch vorhanden ist. Wer nicht kuscht, der lebt gefährlich, das wissen wir. Sollen wir nun schweigen oder sollen wir die uns erkämpfte Freiheit und Demokratie verteidigen oder verraten? Ich bin jemand, der unsere Freiheit und Demokratie verteidigen wird und sich auch natürlich von Drohungen nicht beeindrucken lässt. Und das wollte ich auch für mich einmal klarstellen. Wir haben ja auch die Debatte in Österreich über gewisse Entwicklungen von Moscheen und Minaretten in Österreich. Und da sage ich auch, natürlich gibt es hier eine Debatte in Österreich, aber auch in anderen Ländern Europas. Und wir haben die Positionierung, dass wir sagen, es braucht keine Moschee mit Minarett in Österreich. Denn ein Minarett ist eine reine Architekturfrage und ein Minarett stellt ein Siegessymbol dar. Ein Siegessymbol gegenüber dem Christentum.
ein Machtsymbol im öffentlichen Raum. Und wenn wir heute unsere österreichische Verfassung auch ernst nehmen, so ist der Kern der Religionsfreiheit jener, dass es darum geht, die Ausübung der Religion sicherzustellen. Dazu braucht man keine Moschee mit Minarett. Das Beten, nämlich das sakrale und spirituelle Bereich der Religion, ist sichergestellt mit unzähligen Gebetsräumen auch in Österreich. Dazu braucht es keine Moschee und kein Minarett. Und das ist in der regionalen Bauordnung, in der landesgesetzlichen Bewertung auch unserer Meinung nach sicherzustellen, und das werden wir auch dementsprechend einfordern. Stellung nehmen gegen jene Imame und Verbandsfunktionäre, die den liberalen Rahmen und die Toleranz der freiheitlichen Verfassung nutzen, um totalitäre Ansichten von Staat und Religion in ihren Enklaven und Parallelgesellschaften durchzusetzen, die die Spielregeln rechtsstaatlicher Verfassung unterminieren, die mit antiwestlicher Indoktrination einen an der Scharia orientierten Unterricht geben und die Standards der Demokratie in Wirklichkeit verweigern. Und ich werde auch weiterhin auf meiner kulturellen Selbstbestimmung beharren, auf einer Lebensform, die die meine ist und die in mannigfacher Hinsicht mit der muslimischen nicht übereinstimmt. Und ich will das sagen dürfen, und ich will das unbehelligt sagen dürfen, ich will sagen dürfen, dass ich auf unseren Straßen weder Burka noch Chador begegnen will, so wenig wie Muezzinrufe von haushohen Minaretten in Österreich hören will. Und ich werde meine Ansicht von Meinungsfreiheit auch nicht einem Ungeist anpassen, der sie so auslegt, wie wir das heute leider in Europa wahrnehmen müssen. Und es kann nicht sein, dass Toleranz gegenüber totalitären Gedanken in Form von Herabwürdigung von Frauen, von Kindesmissbrauch, Zwangsbeschneidung, Zwangsehen auch nur irgendwie in unserem Werte- und Rechtssystem gerechtfertigt werden. Und es ist Aufgabe unserer Gesellschaft, die sich das Wissen um den Wert des Individuums über Jahrhunderte erkämpft hat, diesen Wert eben nicht leichtfertig aufzugeben. Und genau da gehen wir freiheitlich nicht in die Knie. Wir lassen uns hier auch keinen Maulkorb umhängen, und wir werden in dieser Frage klar und deutlich Positionierungen festmachen. Und dazu erkläre ich bindend, ich werde mich auch weiterhin tabulos wenden gegen alle grundgesetzwidrigen und damit integrationsfeindlichen Verhältnisse und Zustände innerhalb der muslimischen Minderheit, allen voran gegen die inakzeptable Stellung der Frau. Ich werde auch weiterhin kritisch jenen offenbar jederzeit von irgendwelchen hiesigen Imamen, die dann hier islamischen Fundamentalismus und Empörungskollektive lostreten können. Und das ist es genau. Ich wehre mich gegen ein Erpresserpotenzial, das in diesen Bereichen auch vorhanden ist. Wer nicht kuscht, der lebt gefährlich, das wissen wir. Sollen wir nun schweigen oder sollen wir die uns erkämpfte Freiheit und Demokratie verteidigen oder verraten? Ich bin jemand, der unsere Freiheit und Demokratie verteidigen wird und sich auch natürlich von Drohungen nicht beeindrucken lässt. Und das wollte ich auch für mich einmal klarstellen. Wir haben ja auch die Debatte in Österreich über gewisse Entwicklungen von Moscheen und Minaretten in Österreich. Und da sage ich auch, natürlich gibt es hier eine Debatte in Österreich, aber auch in anderen Ländern Europas. Und wir haben die Positionierung, dass wir sagen, es braucht nach dem Motto, alle haben das Recht, ihre Meinung frei auf eine Weise auszudrücken, die der Scharia nicht zuwiderläuft. Nein, nochmals nein, die Scharia, das Gesetz des Islam, ist notorisch grundgesetzwidrig. Und das ist ein Anachronismus einer Epoche und ein schweres Hindernis auf dem Weg zur notwendigen Reformierung und Modernisierung auch des Islam in Europa. Und genau darum geht es. Es geht um eine Aufklärung. Es geht darum, unsere Werte, unser Rechtssystem auch sicherzustellen. Und wo sind wir insgesamt? Und die Frage muss man sich stellen, wo sind wir denn, wenn wir uns heute überlegen müssen, ob unser Tun, unser Handeln irgendwelchen radikalen Muslimen gefällt oder nicht gefällt? Wo sind wir, dass wir uns in vorauseilendem Gehorsam von religiösen oder anderen Fanatikern vorschreiben lassen, was wir sagen dürfen oder nicht sagen dürfen? Und wo sind wir, dass wir in die Knie gehen oder erleben, dass manche in die Knie gehen vor Wir sind für eine Trennung von Staat und Kirche, die wir schmerzvoll erkämpft haben. Das ist eine große Errungenschaft des Abendlandes durch die Aufklärung.
Und dort, wo wir sie bedroht sehen, leisten wir Widerstand. Das ist das Entscheidende. Und wir wollen keine Massenzuwanderung von außerhalb Europas nach Europa, weil wir unser aufgeklärtes europäisches Abendland auch retten wollen vor dieser Fehlentwicklung. Und das ist insgesamt, wollen wir keinen Angriff auf religiöses Empfinden von Einzelpersonen vornehmen, sondern eben einen Widerstandsakt gegen jeden Versuch, dieses religiöse Empfinden politisch zu missbrauchen, sicherstellen. Und es ist nicht die Absicht der FPÖ, eben die religiösen Gefühle von irgendjemandem zu verletzen, sondern es ist die Absicht der FPÖ, den Missbrauch von Religion für politische Interessen im Sinne von Fundamentalisten zu verhindern. Weder Burka noch Chador begegnen will, so wenig wie Muezzinrufe von haushohen Minaretten in Österreich hören will. Und ich werde meine Ansicht von Meinungsfreiheit auch nicht einem Ungeist anpassen, der sie so auslegt, nach dem Motto, alle haben das Recht, ihre Meinung frei auf eine Weise auszudrücken, die der Scharia nicht zuwiderläuft. Nein, nochmals nein, die Scharia, das Gesetz des Islam, ist notorisch grundgesetzwidrig und das ist ein Anachronismus einer Epoche und ein schweres Hindernis auf dem Weg zur notwendigen Reformierung und Modernisierung auch des Islam in Europa. Und genau darum geht es. Es geht um eine Aufklärung. Es geht darum, unsere Werte, unser Rechtssystem auch sicherzustellen. Und wo sind wir insgesamt? Und die Frage muss man sich stellen, wo sind wir denn, wenn wir uns heute überlegen müssen, ob unser Tun, unser Handeln irgendwelchen radikalen Muslimen gefällt oder nicht gefällt? Wo sind wir, dass wir uns in vorauseilendem Gehorsam von religiösen oder anderen Fanatikern vorschreiben lassen, was wir sagen dürfen oder nicht sagen dürfen? Und wo sind wir, dass wir in die Knie gehen oder erleben, dass manche in die Knie gehen, vor jenen offenbar jederzeit von irgendwelchen hiesigen Imamen, die dann hier islamischen Fundamentalismus und Empörungskollektive lostreten können? Und das ist es genau. Ich wehre mich gegen ein Erpresserpotenzial, das in diesen Bereichen auch vorhanden ist. Wer nicht kuscht, der lebt gefährlich, das wissen wir. Sollen wir nun schweigen oder sollen wir die uns erkämpfte Freiheit und Demokratie verteidigen oder verraten? Ich bin ja in migrationsfeindlichen Verhältnisse und Zustände innerhalb der muslimischen Minderheit, allen voran gegen die inakzeptable Stellung der Frau. Ich werde auch weiterhin kritisch Stellung nehmen gegen jene Imame und Verbandsfunktionäre, die den liberalen Rahmen und die Toleranz der freiheitlichen Verfassung nutzen, um totalitäre Ansichten von Staat und Religion in ihren Enklaven und Parallelgesellschaften durchzusetzen, die die Spielregeln rechtsstaatlicher Verfassung unterminieren, die mit antiwestlicher Indoktrination einen an der Scharia orientierten Unterricht geben und die Standards der Demokratie in Wirklichkeit verweigern. Und ich werde auch weiterhin auf meiner kulturellen Selbstbestimmung beharren, auf einer Lebensform, die die meine ist und die in mannigfacher Hinsicht mit der muslimischen nicht übereinstimmt. Und ich will das sagen dürfen und ich will das unbehelligt sagen dürfen. Ich will sagen dürfen, dass ich auf unseren Straßen für politische Interessen im Sinne von Fundamentalisten zu verhindern, wie wir das heute leider in Europa wahrnehmen müssen. Und es kann nicht sein, dass Toleranz gegenüber totalitären Gedanken in Form von Herabwürdigung von Frauen, von Kindesmissbrauch, Zwangsbeschneidung, Zwangsehen auch nur irgendwie in unserem Werte- und Rechtssystem gerechtfertigt werden. Und das ist die Aufgabe unserer Gesellschaft, die sich das Wissen um den Wert des Individuums über Jahrhunderte erkämpft hat, diesen Wert eben nicht leichtfertig aufzugeben. Und genau da gehen wir freiheitlich nicht in die Knie. Wir lassen uns hier auch keinen Maulkorb umhängen und wir werden in dieser Frage klar und deutlich Positionierungen festmachen. Und dazu erkläre ich bindend, ich werde mich auch weiterhin tabulos wenden gegen alle grundgesetzwidrigen und damit Wir sind für eine Trennung von Staat und Kirche, die wir schmerzvoll erkämpft haben. Das ist eine große Errungenschaft des Abendlandes durch die Aufklärung. Und dort, wo wir sie bedroht sehen, leisten wir Widerstand. Das ist das Entscheidende. Und wir wollen keine Massenzuwanderung von außerhalb Europas nach Europa, weil wir unser aufgeklärtes europäisches Abendland auch retten wollen vor dieser Fehlentwicklung. Und das ist insgesamt, wollen wir keinen Angriff auf religiöses Empfinden von Einzelpersonen vornehmen, sondern eben einen Widerstandsakt gegen jeden Versuch, dieses religiöse Empfinden politisch zu missbrauchen, sicherstellen. Und es ist nicht die Absicht der FPÖ,
eben die religiösen Gefühle von irgendjemandem zu verletzen, sondern es ist die Absicht der FPÖ, den Missbrauch von Religion